zu dritt. Ai. Und der Jules, kommt er da noch innen vorbei? Komm! Ja! So, Rosso geht rein, drückt ihn dann aus und dann kommt Paul hin und geht vorbei, geht an beiden Autos vorbei, als wären sie gerade auf dem Parkplatz, um bei Mc's einen Burger zu kaufen. Zu dritt. Und der Jules, kommt er da noch innen vorbei? Komm! Ja! So, Rosso geht rein, drückt ihn dann aus und dann kommt Paul hin und geht vorbei, geht an beiden Autos vorbei, als wären sie gerade auf dem Parkplatz, um bei Mc's einen Burger zu kaufen. Zu dritt. Und der Jules, kommt er da noch innen vorbei? Komm! Ja! So, Rosso geht rein, drückt ihn dann aus und dann kommt Paul hin und geht vorbei, geht an beiden Autos vorbei, als wären sie gerade auf dem Parkplatz, um bei Mc's einen Burger zu kaufen. Zu dritt. Und der Jules, kommt er da noch innen vorbei? Komm! Ja! So, Rosso geht rein, drückt ihn dann aus und dann kommt Paul hin und geht vorbei, geht an beiden Autos vorbei, als wären sie gerade auf dem Parkplatz, um bei Mc's einen Burger zu kaufen. Zu dritt.
Eieieiei. Und der Jules, kommt er da noch innen vorbei? Komm, 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 komm! Ja, 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 ja! Lo Rosso geht rein, drückt ihn dann aus und dann kommt Paul hin und geht vorbei, geht an beiden Autos vorbei, als wären sie gerade auf dem Parkplatz, um bei Mc's einen Burger zu kaufen. Zu dritt. Eieieiei. Und der Jules, kommt er da noch innen vorbei? Komm, 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 komm! Ja, 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 ja! Lo Rosso geht rein, drückt ihn dann aus und dann kommt Paul hin und geht vorbei, geht an beiden Autos vorbei, als wären sie gerade auf dem Parkplatz, um bei Mc's einen Burger zu kaufen. Zu dritt. Eieieiei. Und der Jules, kommt er da noch innen vorbei? Komm, 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 komm! Ja, 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 ja! Lo Rosso geht rein, drückt ihn dann aus und dann kommt Paul hin und geht vorbei, geht an beiden Autos vorbei, als wären sie gerade auf dem Parkplatz, um bei Mc's einen Burger zu kaufen. Zu dritt. Eieieiei. Und der Jules, kommt er da noch innen vorbei? Komm, 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 komm! Ja, 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 ja! Lo Rosso geht rein, drückt ihn dann aus und dann kommt Paul hin und geht vorbei, geht an beiden Autos vorbei, als wären sie gerade auf dem Parkplatz, um bei Mc's einen Burger zu kaufen. Zu dritt.
Eieieiei. Und der Jules, kommt er da noch innen vorbei? Komm, 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 komm! Ja, 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 ja! Lo Rosso geht rein, drückt ihn dann aus und dann kommt Paul hin und geht vorbei, geht an beiden Autos vorbei, als wären sie gerade auf dem Parkplatz, um bei Mc's einen Burger zu kaufen. Zu dritt. Eieieiei. Und der Jules, kommt er da noch innen vorbei? Komm, 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 komm! Ja, 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 ja! Lo Rosso geht rein, drückt ihn dann aus und dann kommt Paul hin und geht vorbei, geht an beiden Autos vorbei, als wären sie gerade auf dem Parkplatz, um bei Mc's einen Burger zu kaufen. Zu dritt. Eieieiei. Und der Jules, kommt er da noch innen vorbei? Komm, 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 komm! Ja, 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 ja! Lo Rosso geht rein, drückt ihn dann aus und dann kommt Paul hin und geht vorbei, geht an beiden Autos vorbei, als wären sie gerade auf dem Parkplatz, um bei Mc's einen Burger zu kaufen. Zu dritt. Eieieiei. Und der Jules, kommt er da noch innen vorbei? Komm, 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 komm! Ja, 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 ja! Lo Rosso geht rein, drückt ihn dann aus und dann kommt Paul hin und geht vorbei, geht an beiden Autos vorbei, als wären sie gerade auf dem Parkplatz, um bei Mc's einen Burger zu kaufen. Zu dritt.
Eieieiei. Und der Jules, kommt er da noch innen vorbei? Komm! Ja! So, Rosso geht rein, drückt ihn dann aus und dann kommt Paul hin und geht vorbei, geht an beiden Autos vorbei, als wären sie gerade auf dem Parkplatz, um bei Mc's einen Burger zu kaufen. Zu dritt. Eieieiei. Und der Jules, kommt er da noch innen vorbei? Komm! Ja! So, Rosso geht rein, drückt ihn dann aus und dann kommt Paul hin und geht vorbei, geht an beiden Autos vorbei, als wären sie gerade auf dem Parkplatz, um bei Mc's einen Burger zu kaufen. Zu dritt. Eieieiei. Und der Jules, kommt er da noch innen vorbei? Komm! Ja! So, Rosso geht rein, drückt ihn dann aus und dann kommt Paul hin und geht vorbei, geht an beiden Autos vorbei, als wären sie gerade auf dem Parkplatz, um bei Mc's einen Burger zu kaufen. Zu dritt. Eieieiei. Und der Jules, kommt er da noch innen vorbei? Komm! Ja! So, Rosso geht rein, drückt ihn dann aus und dann kommt Paul hin und geht vorbei, geht an beiden Autos vorbei, als wären sie gerade auf dem Parkplatz, um bei Mc's einen Burger zu kaufen. Zu dritt.
Eieieiei. Und der Jules kommt da noch innen vorbei. Komm, 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 komm! Hallo, herzlich willkommen zum Grande Finale heute am Sonntag, dem 17.05. zu unserem letzten Formel 1 Sonntags-Ligarennen in der Saison 2019-2020. Und ich habe eine schlechte und eine gute Nachricht. Die schlechte ist, dass der Weltmeister bereits feststeht. Die gute ist, dass es vermutlich einen 4-5 Kampf geben wird um Platz 4. Ist zwar jetzt leider nicht die spannendste Position, um die man sich fighten kann, aber besser als in der echten Formel 1, wo alles schon 5 Rennen vor dem Ende entschieden ist. Dementsprechend schauen wir uns jetzt gleich direkt die Tabellen an. Und zwar schauen wir zuerst auf die Fahrertabelle. Da sehen wir, dass Cedric mit über 150 Punkten Abstand die Tabelle anführt und der klare Weltmeister dieser Saison wurde. MCX auch schon sichere Nummer 2 mit 453 Punkten und auch sichere Nummer 3 Lukas Falk. Nochmal herzlichen Glückwunsch an die drei Fahrer, dass sie sich so gut platzieren konnten über die Saison hinweg. Dann wird es, wie gesagt, sehr, sehr spannend. Wir haben Sabinio mit 286 Punkten. Direkt im Nacken haben wir Drift Racer mit 285 Punkten. Dann kommt Stevie, der momentan auf B6 steht, mit 269 Punkten. Die deutsche Zahnfee mit 265 Punkten hätte auch noch die Chance, an Sabinio vorbeizugehen. Genauso wie Michael Reigns mit 264 Punkten. Wer da leider nicht mehr mitmischen kann, ist der Stage und alles darunter. Wir haben nämlich Stage auf Platz 9 mit 223 Punkten, Bernd Racer mit 192 Punkten, Jasperinio mit 115 Punkten, Svensson mit 111 Punkten, Force mit 106 Punkten, Rocking Rookie mit 94 Punkten, Roy Doxon mit 85, Flux mit 79, Unur mit 68, Mima Racing mit 67, Stadler mit 65 Punkten und die Steffi momentan auf dem letzten Platz mit 39 Punkten. Und dementsprechend sieht dann auch die Teamtabelle aus. Da haben wir mit einer klaren Führung Mercedes auf B1 mit 846 Punkten. Dann haben wir McLaren, auch schon sicherer Zweiter, mit 636 Punkten. Ferrari mit 528 Punkten. Könnte jetzt noch gefährlich werden hier im letzten Rennen. Haas dann auf B4 mit 480 Punkten. Toro Rosso auf B5 mit 403 Punkten. Alfa Romeo mit 390 Punkten auf B6, Renault mit 346 Punkten auf Platz 7, Williams mit 265 Punkten auf B8, Red Bull mit 217 Punkten auf B9 und auf B10 haben wir dann Racing Point mit 189 Punkten. So, ich mache euch jetzt gleich im Anschluss noch auf unsere Streaming-Seite aufmerksam. Das sehen wir auch schon, dass vier Fahrer gerade schon ihr Rennen streamen. Da blende ich jetzt ganz kurz mal hin auf unsere Webseite. Da seht ihr nämlich den Hauptstream hier oben, wo es gleich oben blenden wird. Genau. Und dann haben wir Svensson, der gerade noch am Handy die letzten WhatsApp-Nachrichten hier versendet. Lukas Falk könnt ihr auch anschauen und El Nacho ist auch live mit dabei. Ich sende euch den Link, da könnt ihr nämlich alle Fahrer, die es natürlich erlauben, direkt zuschauen und den Hauptstream auch noch, vielleicht dann den Ton beim Hauptstream einschalten, dass man global alle Kämpfe mitverfolgen kann und die anderen kann man im Augenwinkel dann noch
offen behalten. Wenn ihr den Link nicht bekommen habt, beziehungsweise erst im Nachhinein den Stream seht und ihr wissen wollt, wie komme ich da rein, einfach auf unsere Seite gehen, unter Galerie Livestreams, und da laden dann die ganzen Streams rein und starten auch automatisch. Das heißt, ihr braucht eigentlich gar nichts mehr tun, außer beim Hauptstream noch den Ton einzuschalten. Und das war's. Wir schauen uns jetzt gleich die Fahrer an, die heute mit teilnehmen. Und zwar haben wir immer Mercedes C3X und Sabinio, die zwei Team WM Gewinner und C3X der Weltmeister. Sabinio muss jetzt noch zittern, mal schauen, wie sich das dann entwickelt unterm Rennen. Dann Ferrari muss noch um den dritten Team WM Platz zittern mit MCX 100 und Stadler. Dann haben wir Renault, den Finn S und Rocking Rookie. Im Renault haben wir die Gebrüder Bär, Flux und Stevie. Im Haas haben wir dann die Zahnfee und Stage. Im McLaren ist derzeit nur Lukas Falk drin, da könnte aber noch ein Ersatzfahrer kommen. Ich bin mir aber jetzt nicht sicher, ob da noch einer kommt. Im Racing Point haben wir dann Sobabo, ein Ersatzfahrer, und Digger. Im Alfa Romeo haben wir Unur und Svensson. Im Red Bull Toro Rosso haben wir El Nacho und den Sohn von Rocking Rookie, was mir eben vor dem Rennen mitgeteilt wurde. Also wir haben hier einen familieninternen Kampf auf der Strecke. Also ich will jetzt da keinen Zuspruch an Rocking Rookie etc. aussprechen, aber ich sag mal so, er sitzt als Vater am längeren Hebel. Das heißt, wenn der Toro Rosso vor der Startziellinie mal runterbremst und den Papa dann vorlässt, dann wissen wir Bescheid. Und dann im Williams haben wir Bernd Racer und Jasperinho. Und ich glaube, dass der Ersatzfahrer ist noch nicht dazugekommen. Das heißt, der Platz im McLaren ist derzeit noch frei. Ich begrüße alle Leute im Chat, sind ja mittlerweile schon ein paar zusammengekommen. Und wir warten eigentlich nur noch auf 20 Uhr, um das letzte Saisonrennen der Formel 1 Sonntagsliga. Abzuschließen oder anzufangen. Ich habe gerade noch die Mitteilung bekommen von Lukas Falk, von dem Teamkollegen, Teamkameraden, vom Ligaleiter oder vom Serienleiter selbst, der zu spät kommt, und jetzt ist er auch hier, Michael Rains. Ja, was heißt zu spät? Er kommt halt 2 Minuten vor Start, also überpünktlich, würde ich mal behaupten. Und damit wären wir jetzt auch komplett und warten eigentlich nur noch auf das Go der Rennleitung am heutigen Tage. Ja, leider ist Michael Rains einer, der immer sehr, sehr pünktlich erscheint. Aber ist ja auch noch im Rahmen, kann man eigentlich nicht schimpfen. Aber ich bin gespannt, ich finde es passend, dass Rocking Rookie hier im Red Bull unterwegs ist und sein Sohn im Toro Rosso, im Tochterteam, im Junior-Team sozusagen. Hallo Locke! So. Ich habe leider noch keine Nachricht, wann es dann starten wird, aber ich vermute mal, dass um 20 Uhr pünktlich auf die Sekunde der Stream dann losgeht. Ich habe jetzt gerade noch einen Invite bekommen, habe ich gesehen. Und dann werden wir auch ins Rennen starten. Der erste hat schon mal auf bereit gedrückt. Es werden immer mehr Fahrer. Und sobald die Zahl oder die Hälfte, glaube ich, erreicht ist, dann kommt auch schon der Countdown. Jetzt ist aber noch einer rausgeflogen. Das war Jasperinho, der gerade noch rausgeflogen ist. Mal schauen, ob der nochmal nachjoinen kann. Ich hoffe es zumindest. Ich selbst bin leider noch nicht viele Runden gefahren, nur ohne Setup. Deshalb kann ich da gar nicht mitreden, was hier jetzt die Spitzenzeiten sein werden.
Wir werden es aber zusammen herausfinden. Hallo auch an die Steffi im Chat. Und die Frage wird auch noch sein, ob C3X jetzt im letzten Rennen auch noch gewinnen wird und den Sieg mit nach Hause nimmt, um seine Weltmeisterschaft zu zementieren. Oder ob wir eine Überraschung erleben und vielleicht einen Überraschungssieger sogar. Würde mich auch mal interessieren, was der Chat so denkt, wer die Favoriten sind. Während wir hier ins Qualifying laden. Und ich hoffe, dass sich das Spiel auch nicht aufhängt, so wie es aussieht. Lasst uns einfach das Beste hoffen. So. Nun stehen wir schon mit der Kamera in der Boxengasse. Die Fahrer scheinen auch da zu sein. Ich habe noch auf WhatsApp noch keine Nachricht bekommen. Ja, ich glaube auch, Stevie hat eine sehr, sehr starke Form in letzter Zeit. Der wird vermutlich mit Abstand alle überrunden und auf Platz 1 das Rennen beenden. Danke Nico für den Follow. Und ja, wir drücken natürlich allen Fahrern die Daumen. Aber... oh shit, Stevie ist auch im Chat, er hat es also gehört. wir drücken natürlich allen Fahrern die Daumen, aber halt dem... dem Stevie ganz besonders. Und Stevie, die Wetterfee, hat mir auch schon die Wetterdaten geschickt und es soll trocken bleiben, im Qualifying bewölkt und dann in der Nacht natürlich sieht man oder bekommt man jetzt nicht viel mit von den Wolken und da soll es auch trocken bleiben. Während wir hier jetzt auf als erstes hier Lukas Falk rausfahren sehen. Ah ja, stimmt, danke für den Hinweis. Die Musik sollte ich natürlich ausmachen. Habe ich wieder voll vergessen. Während wir hier. Aber ist eh von DJ, also hört sich immer gut an. Von unserem DJ Alex. Die Mucke kann man schon laufen lassen. Während wir hier jetzt Lukas Falk auf der Outlap sehen und wie es von mir gewohnt seid, fahren wir die erste Runde mit dem Fahrer mit und wir schauen uns die Strecke an, die die Fahrer dann über eine 50% Renndistanz bewältigen dürfen, damit auch die Fahrer oder die Zuschauer, die sie nicht kennen, wissen, wie die Strecke überhaupt geht, wie das Layout ist, auch wenn man die Karte hier unten sieht. Ich schalte um in die Cockpit-Position und wir fahren jetzt durch die letzte Kurve auf eine eher kurze Gerade, Start-Zielgerade. Also die erste Kurve wird schnell erreicht, hier die Linkskurve. Da ist der äußere Curb eigentlich tricky, beziehungsweise verliert man auch Traktion. Dann hier durch geschwungene Links-Rechts-Kombination, sehr lang gezogen, kann alles Vollgas gefahren werden. Dann hier nochmal technisch, da war er jetzt ziemlich, hat er jetzt ziemlich den Curb innen mitgenommen. Dann hier eine sehr langsame Haarnadelkurve und dann so gut rausbeschleunigen wie möglich. Den Curb da jetzt außen mitzunehmen ist meiner Meinung nach nicht die richtige Entscheidung. Aber jetzt haben wir die lange Gerade, die längste Gerade hier auf der Strecke und hier auch der Überholpunkt Numero Uno. Hier in die 90 Grad Linkskurve, 90 Grad Rechtskurve und dann wieder raus beschleunigen auf die nächste DRS-Gerade, der zweite Überholpunkt der Strecke. Und auch hier wieder 90 Grad Kurven. Eine S, die man fast geradeaus fahren kann. Und jetzt sind wir im dritten Sektor, der eigentlich zu 99% von 90 Grad Kurven beherrscht wird. Nach der dreifach rechts jetzt 91 Grad Kurve, nach der anderen wieder 90 Grad nach links und dann wieder 90 Grad nach links. Eine ganz, ganz kurze Gerade und dann eine 90 Grad nach rechts und dann hin zur letzten Kurve.
die wiederum eine 90-Grad-Kurve ist, auf die Startzielgerade durchs Ziel. Und wir haben die erste Zeit mit einer 1:36.3. Jetzt kommen natürlich die ganzen Zeiten rein, wo ich nicht mehr weiß, wer wann wo. Wir bleiben mal auf Finn und schauen, wie der im Red Bull performt. Ist derzeit, glaube ich, noch ein Ersatzfahrer, der Finn. Ich bin mir aber da durch die ganze Anzahl der Fahrer nicht mehr so sicher. Und er setzt sich direkt auf P2, ganz, ganz knapp hinter Lukas Falk. Digger hat da schon ein bisschen Zeit liegen gelassen auf Platz 3. Und Michael Reigns kommt auf Platz 3 durchs Ziel mit einer 1:36.6 im ersten Run. Zanfe ist gerade auf einer schnellen Runde. Der ja in Brasilien sehr, sehr gut abgeschnitten hat. Und der jetzt gerade im zweiten Sektor unterwegs ist. Und die Zahnfee jetzt im letzten Sektor. Die letzten Kurven, während Sabino eine schnellste Runde setzt mit einer 1:35.4. Und Svensson direkt dahinter mit einer 1:35.8. Und die Zahnfee mit einer 1:35.6 direkt hinter Sabino gelandet. Und ich schalte mal um auf den Weltmeister, der hier jetzt gerade in der zweiten DRS-Zone sich befindet. Während wir hier gelb haben in Sektor 3 und 2, wir hier einen Purple-Sektor sehen von C3X. Oh, das war sehr eng mit den Streckenbegrenzungen. Mal schauen, ob ihm das jetzt was gekostet hat. Der wirkt das Auto halt schon anders her. So, jetzt auch für ihn die letzten Kurven zur Ziellinie. Die letzten zwei hat er noch vor sich. Das war auch alles sehr, sehr schön, aber das brauche ich bei C3X, glaube ich, nicht extra kommentieren. Dass das wie aus einem Guss aussieht, und da deklassiert er auch nochmal das ganze Feld mit einer 1:34.8. Das erste Outing von ihm. Sehr, sehr stark. Stevie ist auf einer Outlap, genauso wie der Bad Reverend. Und auch El Nacho fängt gerade seine schnelle Runde an. Da bleiben wir jetzt direkt darauf, was der zweite Toro Rosso-Fahrer hier für eine Zeit was der für eine Zeit hinlegen kann. Hier in Yas Marina, uiuiui, da haben wir schon gesehen, den Tiroler Bergbock, keine Ahnung, so wie der jetzt gerade rumgehüpft ist. So, wen haben wir jetzt noch auf einer schnellen Runde? Bernd Racer, der ist gerade am angeschlagenen El Nacho vorbei. Hat aber wenig DRS, 0% eigentlich fast. Also das wird wahrscheinlich keine neue Bestzeit. Fluxy ist aber sehr, sehr schnell unterwegs. Wenn Stevie nicht liefert, dann sein Bruder. Der jetzt gerade aber auch, ich glaube, nicht auf einer schnellen Runde ist. Ich glaube, dass der wieder reinfährt, oder? Na doch, der fährt sogar zu Ende. Aber ich habe jetzt irgendwie einen grausamen Bug hier beim ERS. So, Bernd Racer, wie gesagt, auf einer schnellen Runde gewesen. Aber irgendwie. Ach, er hat keinen Dank mehr, oder? Ich hoffe, dass das jetzt nicht bei mir ist. Nee, nee, das sind bei mir. Dann bleiben wir jetzt auf Stevie, von dem wir alle sehr, sehr viel erwarten. Da schalte ich natürlich sofort hin. Auf den Renault-Fahrer, der jetzt sogar, wenn ich es richtig sehe, da wird er wahrscheinlich nicht im Windschatten sein von Rocking Rookie, glaube ich. Ist das sogar? Ja, das ist sogar Rocking Rookie.
Ah nee, das ist noch jemand anders. Das ist der Sohn von Rockin' Rookie, der hier Stevie Windschatten gibt und somit gegen seinen eigenen Vater. Nee, ich lasse das jetzt so hetzen zwischen den. So, der Purple Sektor von Stevie im zweiten Sektor sagt mir auch schon, dass da der Windschatten wahrscheinlich sehr viel mitgeholfen hat. So, und Stevie jetzt im. Mal schauen, wie er ihm der dritte Sektor liegt. Oh, hier war, ist er sehr weit rausgekommen. Auch hier weit weg vom Scheitelpunkt gewesen. Die Kurve war wiederum ideal und jetzt nur noch die letzten zwei Kurven bis zur Ziellinie. So, jetzt nochmal rausbeschleunigen durchs Ziel und B8 für den Renault-Fahrer momentan. Da ist aber noch viel Zeit im letzten Sektor übrig. So, während wir jetzt hier Rockin' Rookie sehen, der Platz macht. Nur für wen ist die Frage. Während sein Sohn gerade auf der schnellen Runde ist. Und jetzt wiederum, Stevie macht Platz für ihn. Hier sehen wir uns nochmal. Ich wollte gerade sagen, die Kamera schaltet auch eher spät um. So. Da ist er jetzt auf der. Das ist ein blöder Name, um ihn schnell auszusprechen, muss ich jetzt einfach mal so sagen. Mal schauen, was die zweite Zwischenzeit hergibt für den Toro Rosso-Fahrer. Kein Purple Sektor. Ich kann auch nicht sagen, inwiefern er sich verbessert hat. Aber es sieht mir eigentlich schon flott aus, was er hier abliefert. Und es scheint auch ein Controller-Fahrer zu sein, nur von den Lenkbewegungen. Aber die Linie sieht auch ziemlich stark aus, die er hier fährt. Oh, jetzt wär er fast zu weit nach rechts raus, aber scheint noch gut gegangen zu sein. Das ERS ist schon mal leer. Und jetzt schauen wir mal, was die Zeit wert ist. Und das ist der 13. Platz für ihn. Während gerade wieder sehr, sehr viel Verkehr auf der Strecke ist. Und wie es scheint, Cedric wieder gerade eine schnellere Runde dreht als sein erstes Outing. Mal schauen, ob er sich da jetzt verbessern kann. Wir bleiben mal auf dem Weltmeister und schauen, ob der seine Pole nochmal verstärken kann. Ein Purple zweiter Sektor für ihn, hat nochmal 0,2 Sekunden rausgefahren auf seine erste beste Zwischenzeit. Rundenzeit. Und jetzt im dritten Sektor, da kann man natürlich gleich mal, da lässt man natürlich gerne mal ein paar Zehntel liegen hier im dritten Sektor. Und die letzte Kurve für den Weltmeister. Und er verbessert sich um 0,6 Sekunden sogar und kratzt jetzt an der 1,33. Aber an den Captain Beulchen, da würde ich mir jetzt nicht so viele Sorgen machen, denn C3X fährt generell in seiner eigenen Liga. So, während wir hier jetzt Zahnfee im dritten Sektor sehen und der spart sich sein ES, das heißt, er bricht seine schnelle Runde ab. Aber Sabino ist auf dem Weg der Besserung. 0,2 Sekunden hat er sich da schon mal rausgefahren auf seine erste Zeit. Und ist jetzt auch gerade im letzten Sektor. Vor den letzten zwei Kurven. Und mal schauen, ob er sich anhängen kann an seinen Teamkollegen. Und das macht er auch mit der 1,35,1. Konnte er sich da eine Sekunde hinter C3X platzieren und somit auf B2. Ist auch traurig, sogar wenn ich es ausspreche, dass eine Sekunde hinter C3X der zweite Platz dann beginnt. Aber da merkt man halt, wie flott der junge Kerl ist.
Während Finn hier auch gerade auf einer schnellen Runde ist und sich anscheinend ziehen lässt von Rockin' Rookie. Aber ich glaube, das war jetzt nicht so gewollt von den beiden. Da steht nämlich nicht richtig auf dem Gas, der... dafür haben wir Stevie gerade auf der Outlap. Und Bernd Racer ist gerade auf einer schnellen Runde, da bleiben wir direkt drauf, ob er sich verbessern kann. Schon mal 0,1 Sekunden schneller im ersten Sektor. Und jetzt schauen, ob er da auch gut rauskommt aus der Haarnadel. Er hat ein bisschen länger Geduld haben können. Da war er zu früh schon auf dem Gas und konnte nicht den Speed mitnehmen, den er anfangs der Kurve hatte. So, Bernd Racer hat keinen Windschatten, denke ich, von Michael Rains vor sich. Wenn das Michael Rains überhaupt ist, keine Ahnung, ich sehe von so weit nicht, wer das ist, aber es scheint mir nach Michael Rains auszusehen. Ja, der selbst ist gerade auf der Outlap, das heißt, wir bleiben auf Bernd Racer, der hier jetzt im dritten Sektor Richtung Ziel prescht und den McLaren vor sich hat. Das lenkt natürlich ungemein ab. Der macht jetzt auch Platz, der Michael. Und die letzte Kurve für Bernd Racer. Und ich vermute mal, dass er sich verbessert. Das macht er auch. Er setzt sich auf B9. Und Rocking Rookie hat sein Auto zerstört. Das war nach der extrem langen Geraden. Da vorne irgendwo müsste er stehen. Das sieht mir jetzt einfach nach Bremsversagen aus. Wenn du da geradeaus in der Wand drin hängst. Uno ist gerade auf einer schnellen Runde. Der hat ja gerade angefangen. Da bleiben wir natürlich drauf. Beziehungsweise ich schalte jetzt sogar um auf Lukas Falk. Der ja die vorderen Fahrer angreifen kann. Und mal schauen, wie stark er sie angreifen kann. Was die Reifen zum jetzigen Zeitpunkt hergeben. Es sind nämlich nur noch 1 Minute 30 Sekunden hier auf der Uhr. Es ist nur eine minimale Verbesserung von Lukas Falk im zweiten Sektor. Entschuldigung. Auch hier weit rausgekommen. Bei der Linkskurve. So, jetzt nur noch 3 Kurven zu gehen für den McLaren. Oh, auch hier weit raus und da ist der Corner Cut. Das ist natürlich bitter. Sein Teamkollege kommt da jetzt auch gerade um die Kurve und dann schauen wir uns das Finale an. Die letzten Runden der Top-Fahrer. Michael Rains konnte sich nicht verbessern. Der hängt aber direkt nach einer Runde dran, aber wir schalten zurück zu MCX schalten wir zurück. Die fahren direkt hintereinander, da bleiben wir jetzt gleich drauf. Wir sehen vorne MCX gerade fahren. Ah, ja doch, das war MCX. Der hier in der Vergangenheit am besten mit der Base von C3X noch klar kam. Mal schauen, ob er dem gerecht wird. Er liegt jetzt im ersten Sektor ein bisschen zurück. Aber noch nicht so viel, dass man die Pole jetzt gleich abschreiben muss. Auch wenn eine Sekunde aufholen eher nach einer Riesenaufgabe jetzt klingt. So, währenddessen wird die karierte Fahne schon geschwenkt hier im Start-Ziel-Bereich und C3X hat zumindest momentan die Bowl-Zeit inne. So, die zweite Zeitmessung von MCX. Kann er sich verbessern? Um 0,1 Sekunden kann die deutsche Zahnfee sich verbessern. Nein, das sieht mir momentan nicht so aus. Als könnte die deutsche Zahnfee hier noch was rausholen. MCX mit dem schnellsten zweiten Sektor. Also C3X eher
auf Kurvenlage getrimmt, während Uno hier durch die Gegend driftet. So, und die letzten Kurven für MCX. Kann er Sabino nochmal angreifen und sich zumindest den zweiten Platz holen? Für B1 wird es wahrscheinlich nicht reichen. So, die letzte Kurve für den Ferrari-Piloten. Und über die Ziellinie. Und das ist sogar B2. Und dahinter kommt die Zahnfee auf B3. Aber es kommt noch... Oh, und der hat gecuttet. Sabino hat gecuttet. Das heißt, er bleibt auf B4. Und Finn ist auch gerade über die Ziellinie gefahren. Auf B8. Und da haben wir aber noch Bad Revenant, der in die Box fährt. Und Stadler, der auch die Streckenführung ein bisschen eigens interpretiert. Und das war also das Qualifying, das letzte diese Saison. Wir haben einen neuen alten Bowl-Sitter. Also das Qualifying eigentlich wie erwartet, sozusagen. Die einzige Überraschung, die wir hier jetzt vorne sehen, ist, dass Lukas Falk auf B6 ist und die Zahnfee die starke Leistung wieder unterschreibt, die er im letzten Rennen gezeigt hat. Hier sehen wir es nochmal. Cedrix auf der Bowl, MCX B2, Zahnfee B3, Sabino B4, Michael Reigns B5, Lukas Falk B6, Svensson B7, auf B8 haben wir dann den Finn, auf B9 haben wir Stevie, auf B10 Band Racer, Stage haben wir auf B11, Flux haben wir auf B12, Uno auf B13 und El Nacho auf B14, Sobabo, der Ersatzfahrer, dass ich es rausbekomme, auf B15, Stadler auf B16, The Bad Revenant auf B17 und auf B18 Digger und Rocking Rookie momentan auf B19. Um 20.27 Uhr startet dann das Rennen. Und ich schau mal ganz kurz rein, wie viele Streamer momentan am Streamen sind. Momentan sind es 5 Leute, die am Streamen sind. Denen ihr zusehen könnt. Das ist zum einen Svensson, El Nacho, Flux und Lukas Falk. Die Streams sind momentan auf unserer Seite online. Und wir schalten uns wieder ein bisschen eine Hintergrundmusik ein von DJ, während wir hier warten und uns anschauen können, auf welche Strategie denn die Fahrer hier gehen. Ab Platz 11 kann man sich ja die Reifen frei auswählen. Und wir haben schon die ersten Leute, die hier auf Mediums gehen. Aber mir fällt gerade was anderes ein, dass wir uns nicht mit den... Das Rennen ist ein 50% Rennen. Ich habe jetzt die Rundenzahl leider nicht im Kopf, da ich selbst nur 100% Rennen fahre und da die Rundenzahl auch nicht im Kopf habe. Aber ich habe noch ein Replay, was wir uns ansehen können. Und zwar haben wir hier den Steinbock aus, keine Ahnung woher El Nacho ist, aber aus dem Land oder aus dem Ort. Und zwar sehen wir hier im ersten Sektor El Nacho bei den geschwungenen Links-Rechts-Kurven, wie er dann zu weit rauskommt bei der Rechtskurve und hier richtig drüber springt über die Curbs. Ist natürlich jetzt viel zu langsam, da können wir jetzt ewig warten, bis der über die Curbs drüber brettet, aber momentan hat sich auch an der Reifenstrategie hier nicht allzu viel getan, beziehungsweise können wir danach auch noch drauf eingehen, während uns Flux schon damit beglückt mit der Information, dass das Rennen 28 Runden lang geht, dass er da das Auto überhaupt noch abfangen kann. So.
Und wir haben jetzt folgende Rennstrategien. Da hat sich eigentlich gar nichts geändert. Die Topfahrer noch auf den Softreifen. Und dann hinter Flox haben wir Uno auf Medium, El Nacho auf Medium, Sobapo auf Medium, Stadler auf Medium, The Bad Reverend auf Medium und Digger auf Medium. Und es könnte noch sein, dass Jasperinho nachkommt. Gerade nebenbei, da Jasperinho leider aus der Session rausgeflogen ist, bevor wir das Qualifying gestartet haben, haben wir jetzt natürlich die Hoffnung, dass er nochmal nachjoinen kann und auch am Rennen zumindest von B20 aus teilnehmen kann. Das ist natürlich sehr bitter, wenn du dich für ein Rennen vorbereitest und du dann nicht teilnehmen kannst. Und die Zahnfee hat auch schon auf Go gedrückt, das heißt in den nächsten 15 Sekunden finden wir uns dann in der Startaufstellung und zur Einführungsrunde wieder. Diesmal vergesse ich die Musik natürlich nicht auszuschalten. So, wir stehen jetzt schon hier in der Einführungsrunde. So, wir haben C3X auf B1 mit den Softreifen. Auf B2 haben wir dann MCX ebenfalls mit Soft. Dahinter haben wir die deutsche Zahnfee. Auch mit den Softreifen natürlich, genauso wie Sabinho. Dann die zwei McLaren, Michael Reigns und Lukas Falk. Svensson haben wir auf B7. Dahinter haben wir Finn im Red Bull, Stevie im Renault auf B9, Bernd Racer auf B10. Und dann haben wir Stage, der noch auf den Softreifen unterwegs ist. Und dahinter hat es den Teamkollegen von Stevie schon rausgedreht. In der Einführungsrunde hat er den Verstappen hingelegt und sich erstmal gedreht mit den Softreifen. Dann auf B13 haben wir den ersten Fahrer auf Medium, Uno. El Nacho haben wir dann auf B14 ebenfalls mit Mediums, genauso wie Sobapo auf B15. Stadler auf B16 ebenfalls mit Medium-Reifen. Und The Bad Reverend auf B17 mit den Mediums. Auf B18 haben wir Digger, der letzte Fahrer, glaube ich, mit Mediums. Und Rocking Rookie mit den Softreifen will natürlich nach dem katastrophalen Qualifying hier im Rennen mit den Softreifen direkt angreifen und so viele Plätze wie möglich wieder gut machen. Und dann schalten wir auch schon wieder nach vorne zu C3X, der jetzt in die Startaufstellung fährt und das Rennen dann von vorne eröffnen wird. Fährt aber ganz schön langsam hier rein. Und steht auch leicht nach rechts geneigt, also die Spitze steht leicht nach rechts. Das tut es aber, glaube ich, bei allen Fahrern, dass es leicht nach rechts rüber steht. Und Flux steht da hinten. Flux hat auch einen guten Startplatz gefunden, aber ich schalte um zu C3X, der vorne wegfährt und das Rennen geht los. Und Michael Reigns mit der Durchfahrtsstrafe wegen einem Fehlstart, das ist natürlich bitter. Und dann MCX direkt an C3X schon vorbei in der ersten Kurve.
Aber, Jungs, das ist natürlich kritisch, wenn ihr euch da berührt. Zanfi kommt jetzt noch durch und da hinten gibt es auch ein paar Berührungen zwischen Michael Reigns und Finn. Und wir haben das virtuelle Safety Car auf der Strecke momentan. Und da hinten staut sich's halt jetzt abnormal. Und am geilsten ist immer noch das Flux hier auf B17 momentan sich befindet und eigentlich vom Spiel wirklich betrogen wurde. Und der Bad Reverend ist schon ausgeschieden. Das ist sehr, sehr bitter. So. Ich hoffe, der Stream funktioniert jetzt wieder. Keine Ahnung, was da jetzt los war. Jetzt hat es mich, nachdem Lukas Falk geschrieben hat, dass sein Internet weg ist, hat es mich direkt auch mal komplett zerlegt. Ich sehe jetzt auf den ersten Blick, sehe ich, dass MCX auf B6 zurückgefallen ist. Und auch hier ziemlich zurückgereicht wird. Der wird ja hier wirklich kassiert von allen. Keine Ahnung, was da los ist. Der Flügel scheint mir noch ganz zu sein. Aber da fahren ja alle vorbei, als wäre nicht mal da. So, wir haben auf jeden Fall, haben wir C3X momentan in Führung. Auf B1, dann auf B2 haben wir die Zahnfee. Auf B3 haben wir Sabine und dann ist schon mal die erste große Lücke zu Bernd Raitzer offen, die 6 Sekunden beträgt. Und der spielt jetzt momentan Zugführer und hat da Finn direkt im Heck sitzen. Während hier MCX immer weiter zurückgereicht wird. Ach, das ist der fette Bot. MCX hatte also auch Internetprobleme. Oder? Kann es sein, dass MCX auch Internetprobleme hat? Dass er deswegen so durchgereicht wird? Das X übers oder neben seinem Namen würde mir das jetzt anzeigen. Oh, und der Bot bremst halt schon gefühlt. Aber das ist ein aggressiver Bot. Das ist ein sehr aggressiver Bot von MCX, der hält da immer dagegen. Und jetzt haben wir leider verpasst, wie Finn an Bernd Raitzer vorbeigegangen ist. Das tut mir jetzt natürlich sehr leid, aber ich musste da erst wieder reinkommen und schauen, was da überhaupt abgeht. Während vorne immer noch alles unverändert ist, außer dass C3X bisschen Abstand gewinnt zur Zahnfee und die Zahnfee aber aufpassen muss, denn der zweite Mercedes hängt da schon hinten drin, während MCX wieder in die Lobby kam und jetzt natürlich sein Auto hier fast auf den hinteren Rängen wiederfindet, auf B13 momentan. Und hier ist halt Bernd Raitzer der Zugführer. Und wir schauen mal ganz kurz nach vorne. Da haben wir jetzt nämlich die Zahnfee, welche sich gegen Sabine verteidigen würden müssen. Hier ist der DRS-Messpunkt vor der Haarnadelkurve und jetzt geht es raus auf die lange Gerade. DRS ist offen und Sobapo hat das Auto abstellen müssen, den hat sich der rausgedreht. Und wir haben virtuelles Safety Car schon wieder. Sobapo, der steht hier nach der Rechtskurve, der hat da wahrscheinlich seinen Wagen verloren. Wir fahren jetzt gerade mit Rocky Rookie auf die Unfallstelle zu. Hier auf der rechten Seite steht er. Und damit auch er ein frühes Ende gefunden hier in dem Rennen. So, die Safety Car ist wieder drin, das DRS ist aktiviert. Und wir sehen hinten, glaube ich, direkt einen Kampf. Nein, aber da vorne sehen wir einen zwischen Stage und Uno.
Und auch weiter hinten bei MCX wird gerade wieder. Nee, da wird nicht gekämpft, da hat er jetzt was anderes im Auge, das war schon hier. So, Runde 5 von 28 somit begonnen. Und Bernd Racer kommt da wieder ran an Finn. So, und vorne Sabino jetzt wieder auf Angriffskurs gegen die Zahnfeder, schalten wir direkt wieder hin. Vorhin wurde er unterbrochen vom Safety Car. Aber er kommt zwar sehr, sehr stark näher und bremst sich da aufs rein, divebombt hier die Zahnfee. Und das mit Erfolg. Das Problem, was er jetzt hat, ist, dass die Zahnfee wieder DRS hat und somit außen wieder vorbeigeht an Sabino. Und auch dahinter haben wir dasselbe in grün, Bandracer an Finn vorbeigegangen. Aber Finn jetzt mit dem schlechteren Kurvenausgang und kann hier nicht auf Bandracer wieder aufschließen. Elnatsch ist sehr nahe dran an Lukas Falk, aber die fahren hier jetzt im Zug momentan, während Michael Rains hier nochmal an die Box fahren muss. Und hier haben wir einen Fünfkampf, glaube ich, 1, 2, 3, 4. Oh, und da hinten hat sich gerade Elnatsch weggedreht. Und hat jetzt einen Flügelschaden. Damit hat er sich gerade selber ins Ausgeschossen. Wobei hier auch Stevie in die Box kommt. Die Frage ist nur, ob das ein geplanter Boxenstopp ist. Ob die Reifen wirklich nur 6 Runden lang halten. Nein, er hat auch einen Flügelschaden. Die haben also alle einen Flügelschaden. So, und jetzt haben wir hier den Dreikampf und vorne Sabine habe ich ein bisschen im Auge. Aber wir bleiben jetzt mal hinten bei Svensson. Der hier jetzt angreifen könnte gegen Finn. Und er macht es auch sehr spät auf der Bremse. Svensson, aber Finn hier auf der Außenbahn. Und jetzt der Cutback gegen den Red Bull. Und geht da auch gleich vorbei an ihm mit dem DRS und hat somit sich Platz 5 wieder zurückgeholt. Ein sehr, sehr starkes Manöver von Svensson für B5. So, weiter hinten haben wir Stevie, der gerade an MCX dran ist. Aber Stevie mit den frischeren Reifen wäre für ihn natürlich jetzt ideal, an MCX dran zu bleiben, denn MCX hat eine sehr, sehr gute Pace. Und Svensson drückt jetzt direkt auf Bernd Racer drauf. Mal schauen, ob er da auch so leicht vorbeigehen kann. So, und hier fährt man Finn eine eigene Linie, der baut die Strecke komplett neu und hat durch diesen Fehler jetzt Stage direkt hinter sich, 0,5 Sekunden. Und jetzt haben wir vorne einen Kampf, dahinter einen Kampf und wir bleiben auf Stage, denn wir sehen da vorne den Kampf zwischen den beiden. Wobei ich zu Svensson schalte, der kommt nämlich hier sehr, sehr schnell ran an den Bernd Racer, aber nicht schnell genug. Dann schalten wir wieder zurück zu Stage, der schon angreift und neben dem Red Bull hier durchgeht, aber sehr spät auf der Bremse war. Jetzt hat der Red Bull die bessere Linie und kann wieder außen vorbeigehen. Sehr, sehr starkes Verteidigungsmanöver, aber Finn hat jetzt kein DRS und da vorne habe ich es jetzt leider verpasst. Da ist Svensson durch und verliert jetzt auch den Wagen. Svensson hat den Wagen verloren und wird jetzt wahrscheinlich die Plätze abgeben müssen an Finn und an Stage, der hier nochmal durchkommt und ihn nochmal dreht.
Das ist natürlich sehr, sehr bitter für Svensson, der hier jetzt durchgereicht wird auf B8 momentan. Und Stage kämpft hier weiter gegen Finn. Will da natürlich jetzt vorbeigehen. Denn er bekommt Druck von hinten von Uno. Währenddessen die zwei, Platz 2 und 3 in der Box. Und das Exit von Stage war hier richtig, richtig gut. Kann er jetzt in Kurve 1 schon angreifen? Er setzt sich mal daneben hin, aber da muss Finn jetzt die weite Kurve gehen. Und bleibt somit noch auf B3 momentan. Entschuldigung. So, da kommen die beiden jetzt durch die DRS-Zone. Und jetzt kommt es darauf an, wer den niedrigeren Flügel hat. Hier die den Dreikampf. Wir bleiben auf Uno und schauen uns das von seiner Cockpit-Ansicht an. Aber er kann dann nicht angreifen. Aber Stage kommt hier sehr zügig näher gegen Finn. Finn verteidigt das nur halbherzig. Und will das auf den Bremsen verteidigen, aber kommt da sehr weit raus und übersieht hier jetzt Uno. Und dann verkeilen die sich und jetzt ist Stage wahrscheinlich durch. Ich glaube, Finn kann da nicht mehr kontern. Nein, da ist er zu weit weg, um hier einen Konter gegen Stage zu bringen. Bremst hier sehr nahe ran. Wir sehen es hier an der Frontflügelkamera. Der war jetzt schon fast in ihm drin. Und dahinter kommt die Zahnfee immer näher mit Sabino im Gepäck. Auch Stevie ist nahe an MCX dran geblieben. Finn hat jetzt einen Fehler gemacht, glaube ich. Der hat jetzt abreißen lassen über eine Sekunde. Und dahinter haben wir einen Kampf Stadler gegen Digger. Den Stadler für sich entscheiden kann oder auch nicht. Da bekommt er noch mal einen Fistbump von Digger mit und muss jetzt sehr umständlich fahren, um wieder auf die Strecke zu kommen. Das Witzige daran ist, dass die beiden sich ja auch in echt jeden Tag oder jeden zweiten wahrscheinlich sehen. Das heißt, da wird dann alles in Real Life ausgetragen, was hier auf der Strecke passiert. So, Bernd Racer kommt auf die Strecke zurück, direkt vor MCX. Und Uno dürfte in Angriffsposition sein gegen Finn. Finn verteidigt das wieder nur halbherzig. Und dahinter kommt auch die Zahnfee schon an. Aber Uno sehr routiniert das Überholmanöver gegen Finn. Da lässt er ihn verhungern und hat somit den besseren Run auf die lange Gerade. Und die Zahnfee muss auch jetzt so zügig wie nur möglich an den beiden hier vorbei. Und Finn mit der Divebomb gegen Uno. Und Uno wird jetzt auch noch von der Zahnfee gefressen. Und das ist jetzt natürlich ideal für die Zahnfee. Denn Sabino hängt jetzt hinter Uno fest. Hängt jetzt natürlich hinter Uno fest. Und das gibt Zahnfee den Raum zum Atmen. Ich glaube nämlich, dass Uno jetzt die Sabine nicht so einfach vorbeiziehen lassen will. Es ist ja auch ein Kampf um eine Position, das heißt, es ist legitim. Okay. Vergesst die letzte Minute, was ich gesagt habe. Uno geht an die Box und Sabine dadurch direkt hinter der Zahnfee und die will natürlich jetzt gleich vorbei und Finn fährt da immer wieder raus. Und kann jetzt die Zahnfee außen vorbeigehen gegen den Red Bull. Sieht sehr danach aus, dass er hier den Red Bull überholen kann. Der Red Bull immer sehr stark auf den Bremsen. Aber die Zahnfee somit durch. Und jetzt ist die Frage, ob auch Sabine so schnell wie möglich an Finn hier vorbeikommt. Aber da ist auch Finn an Sabine vorbei. Kommt da jetzt noch der Konter von Finn? Das wäre jetzt natürlich elegant. Oh, und da fährt der Sabine auch hinten rein und verliert das Auto ein wenig. Aber Sabine immer noch im DRS-Fenster.
Ja, Reverend ist krass zum Aussprechen. Also, wenn du das schnell sagen willst, dann. Aber ich glaube, mittlerweile habe ich es eh. So, wir sind gerade im dritten Sektor, das heißt, hier wird nicht mehr viel passieren. Wir schalten um zu Bandracer, der von MCX überholt wurde und jetzt den Stevie hier im Rücken hat. Wir schauen mal die Reifen an. Wie alt die sind. Stage auf sehr, sehr alten Softreifen. Das gleiche gilt für Finn. Ah, und Stevie driftet da durch den dritten Sektor und verliert jetzt natürlich ein bisschen Zeit auf Bernd Racer vor ihm. Während Finn jetzt an die Box kommt und das vermutlich der schlaue Call war. Denn ab 10 Runden sind eigentlich deine Reifen nicht mehr zu gebrauchen. Wir sehen sie jetzt vorne an Stage, der hier von der Zahnfee richtig eingeholt wird. Und jetzt könnte es nochmal interessant werden. Greift Stage hier in den Kampf um B2 ein. Und da ist es auch, wie ich mir gedacht habe, dass er ihn vorbeilässt. Ein teaminterner Call und jetzt haben wir hier Stage, der Zahnfee hier direkt verfolgt, aber dem der Speed nicht reicht, um Sabine hier abzuwehren für seinen Teamkollegen. Das heißt, wir haben wieder Zahnfee auf B2, auf B3 haben wir dann Sabino, auf B4 momentan noch Stage, aber der wird früher oder später in die Box müssen. Während auch Stage jetzt gerade einen Fehler gemacht hat und aus dem DS-Fenster rausgeflogen ist. Oder rausgefallen ist. Währenddessen C3X eine neue schnelle Runde, war schon in der Box, hat sich neue Reifen geholt. Und MCX hier sehr nah an Lukas Falk dran. Der muss natürlich wieder Plätze gut machen. Nachdem er rausgeflogen ist und die KI dann die Runden gedreht hat für ihn. So, Sabino ist aus dem DRS-Fenster rausgefallen. Bleibt er auch draußen? Das ist die Frage. Ich glaube, dass er gerade noch so drinnen ist. Ja, er war noch drin und hat jetzt DRS und ERS natürlich auf hoch gestellt, denn er will da jetzt unbedingt wieder rankommen an die Zahnfee. Und hier hat er natürlich zwei DRS geraden direkt hintereinander. Das ist halt richtig, richtig bitter. Da kommst du auch sehr schwer von weg, wenn du nicht eine Sekunde rausfährst. Im dritten Sektor und im ersten. Aber Sabine noch nicht weit genug, nicht nahe genug, um hier einen Angriff zu starten. Währenddessen haben wir gelben Sektor 1 und 2. Aber momentan scheint mir hier das nächste Battle anzustehen. Zwischen Bernd Racer und Lukas Falk, der gerade von MCX überholt wurde. Und Stage, der Reifenflüsterer, momentan 11 Runden draußen und geht jetzt auch an die Box und holt sich hier neue. Und jetzt kommt natürlich hier alles, was Rang und Namen hat, vorbei. Aber ich glaube, für eine 1-Stop reicht es noch nicht. Und vorne habe ich gerade gesehen, dass Sabino, glaube ich, aus dem DS-Fenster raus ist. Wir werden es jetzt gleich sehen. Ja, Sabino ist aus dem DS-Fenster raus. Das heißt, er wird jetzt nicht so viel aufholen können auf der langen Geraden. Ein bisschen vielleicht, aber nicht so viel wie in der Runde zuvor. Mal schauen, ob es sich für die zweite DS-Zone dann ausgeht, dass er wieder im DS-Fenster ist. Aber auch hier scheint es nicht so der Fall zu sein. Das heißt, die Zahnfee hat zum ersten Mal ein bisschen Luft zum Atmen, während hier Bernd Racer
Lukas Falk angreift. Aber Lukas Falk auf der Außenbahn konnte das nochmal verteidigen, aber jetzt kommt er natürlich wieder an. Aber das scheint mir jetzt so, als könnte Band Race hier nicht angreifen. Nein, da muss es nochmal warten auf die nächste Runde. Und El Nacho greift hier Finn an. Und geht auch an Finn vorbei. Finn sehr, sehr stark auf der Bremse. Holt sich da den Platz nochmal wieder gegen El Nacho. Also Finn, deine Bremspunkte sitzen 1A, muss ich sagen. Schon öfters jetzt auf der Bremse die Überholung hier verteidigt, beziehungsweise auch Leute wieder zurück überholt. Sehr, sehr großes Kino. So, Sabino ist jetzt wieder näher dran an der Zahnfee und ist wieder im DRS-Fenster drin. Aber Zahnfee hat sich auch ein bisschen aufgespart an ERS. Nur die Frage, ob es das jetzt wert war, ist die Frage. Denn Sabino ist nahe dran. Reicht es, um ranzukommen? Sabino spart jetzt ein bisschen ERS. Da hätte man jetzt schon hochdrehen können, dass man zumindest noch näher dran ist, um hier dann aber er scheint sich das ERS aufzusparen, während wir hier Bernd Racer nochmal gegen Lukas Falk sehen. Lukas Falk sehr spät auf der Bremse und Bernd Racer jetzt wahrscheinlich mit dem gleich guten Exit wie Lukas Falk und das DRS ist nun offen für den Williams Fahrer. Lukas Falk verteidigt das Innen, Bernd Racer kommt hier außen rum, ist temporär vorne und ist sogar vorne. Oh, und hier geht Lukas Falk für den Switchback, hat die Nase drin, aber das ist keine Position, wo man jetzt direkt überholen kann und muss auch wieder zurückstecken. MCX nun wieder auf B4 nach den Anfangsschwierigkeiten. Und Stage ist auch an El Nacho dran, der ja so lange draußen war auf den Softreifen. Mal schauen, ob das die richtige Strategie war. Ich glaube es ja eher nicht, dass sich das ausgezahlt hat, aber wir werden dann am Ende des Rennens sehen. So, vorne haben wir Sabino Sonava noch nie dran. 0,5 Sekunden an der Zahnfee und er kommt auch sehr, sehr schnell näher. Aber er macht jetzt den Geduldigen und wartet auf die richtige Position, um einen Angriff zu starten. Der Exit gerade auf den Curbs war natürlich nicht ideal. Und Lukas Falk kommt auch an Bernd Racer momentan nicht dran. Aber wer nahe dran ist, ist der Stage gegen El Nacho. El Nacho fährt schon die Verteidigungslinie. Das heißt, kein leichtes Vorbeikommen für Stage. Aber El Nacho ein bisschen zu spät auf der Bremse. Das könnte sich jetzt ausgehen für Stage. Mal schauen. DRS ist offen. ERS auf hoch. Und da saugt er sich jetzt ran. Und geht auch innen vorbei an El Nacho. Und hat sich B9 geholt. So, und wir haben hier Stevie, der jetzt schon langsam an Lukas Falk wieder rankommt. Sind nur noch 0,7 Sekunden. Während C3X hier eine eigene Liga fährt, der ist schon 10 Sekunden weg von der Zahnfee. So, wir schalten wieder nach vorne zum Kampf um B2. Zahnfee gegen Sabino. Ist er sehr nahe herangekommen, Sabino. Wenn jetzt der Exit noch hinhaut, hier zur zweiten Gerade, dann könnte er angreifen. Aber ich glaube, da ist er zu weit weg, um einen Angriff zu starten.
Da bleibt er lieber im Windschatten sitzen mit dem DRS offen und spart sich das ERS. Dahinter haben wir MCX, der jetzt wieder verloren hat an Zeit auf Band Racer. Und Band Racer war jetzt zu weit weg, um MCX anzugreifen. So, Stevie ist jetzt 0,4 Sekunden hinter Lukas Falk, aber das reicht natürlich jetzt nicht, um ihn hier im dritten Sektor anzugreifen. Aber Sabinio ist sehr nahe dran an der Zahnfee. So nah war jetzt im Mittelsektor noch nie dran. So, DS ist wieder offen, ES ist aktiviert und es geht schon wieder um B2. Hier kommt er wieder angeflogen. Oh, Sabinio spät auf der Bremse, lässt aber jetzt dann noch Platz und verspielt sich jetzt den Angriff auf der nächsten Geraden. Da hat er jetzt sehr viel Zeit liegen gelassen und das könnte jetzt auch die Zahnfee nutzen. Diesen Fehler. Während wir hier Digger und Stadler sehen im letzten Sektor zur Startzielgeraden. Die beiden noch innerhalb einer Sekunde. Der Kampf um B13 und Stadler hat sehr, sehr alte Medium-Reifen. Elnacho hat auch eine 3-Sekunden-Strafe bekommen und Stadler jetzt mit Problemen vor der Haarnadelkurve. Und das lädt natürlich jetzt Digger richtig ein, ihn zu überholen. Hat das ES schon hochgedreht, auf überholen. DS ist offen. Stadler verteidigt das Ganze. Die Frage ist, kann er das verteidigen? Digger momentan noch neben Stadler. Und Digger geht hier außen vorbei. Aber jetzt kommt natürlich der Gegenangriff von Stadler. Aber das scheint damit zu weit weg zu sein, oder? Kommt schon schnell näher, aber das reicht nicht, um Digger anzugreifen. Und wir haben Svensson an der Box und Stevie, der jetzt wahrscheinlich die letzten 10 Runden auf den Softreifen beenden wird. Das gut geht. Stage ist momentan wieder im DRS-Fenster von Finn. Und kann sich da wieder ransaugen. Lukas Falk ist direkt hinter Unur. Das könnte natürlich jetzt auch ein Überholmanöver geben und das wird es auch geben. Lukas Falk kommt hier sehr gut raus aus der Haarnadelkurve und kann sich dann Unur sogar vor der Kurve noch eindeutig schnappen mit DRS und ERS. Und da wird wahrscheinlich Unur jetzt auch nicht mehr kontern können gegen diesen Grip-Unterschied. Acht Runden bzw. 9 Runden sind noch zu gehen. Wir haben C3X auf B1 momentan mit einer komfortablen Führung zu Zahnfee auf B2. Und der kann sich noch außerhalb oder der kann Sabine noch außerhalb des DRS-Fensters behalten. Denn 1,3 Sekunden ist der Sabinio dann dahinter. Dann 14 Sekunden darauf haben wir Bernd Racer im Williams auf B4. Dahinter haben wir Finn, der sich aber verteidigen muss gegen Stage.
der im DRS-Fenster gerade drin ist und wahrscheinlich hier noch nicht angreifen kann, aber zumindest näher ranfahren kann. Da kommt der Flotti-Lotti näher. Und wenn er jetzt noch den Exit gut erwischt, und genauso macht das auch, und Finn hat einen nicht so guten Exit erwischt. Und jetzt ist das DS natürlich offen und Stage könnte das Ganze jetzt ausnutzen. Kommt hier angeflogen im Windschatten, aber Finn immer wieder herrlich auf den Bremsen. Und da haben wir jetzt gerade El Nacho, der von MCX überholt wurde. Auf B7 und 8. Und Stevie, der an Uno vorbeigeht. Stevie mit den frischen Softreifen wird natürlich jetzt pushen ohne Ende. Aber die Frage ist, halten sie auch bis zum Ende? Das wird noch interessant. Oh, Uno mit Problemen hier mit den alten Reifen. McRaines ist auch nahe dran an Flux. Jetzt auf der zweiten Geraden momentan. Damit DS offen, ES eingeschalten auf Überholen, kommt der McLaren hier ganz klar vorbei gegen den Renault und auf B14. So, vorne haben wir wieder Stage und Finn. Finn kann sich hier im mittleren Sektor immer ein bisschen rausfahren. Und ich glaube, dass da jemand abgeflogen ist. Ich glaube, El Nacho ist hier abgeflogen. Kann das sein, dem Flügel nach zu urteilen? Ja. Sauer Stage ist hier zu diesem Zeitpunkt noch zu weit weg, um Finn angreifen zu können. Aber Uno wäre nah genug dran, um El Nacho anzugreifen, dem ja jetzt ein Flügel fehlt. Ob Stevie der Flügel fehlt? Nein, das sieht mir noch in Ordnung aus. Oh, und MCX hat schon wieder rausgeschmissen. Da fährt jetzt wahrscheinlich wieder die KI rum. Und Uno ist jetzt an El Nacho vorbei, der auch schon wieder im Gras hängt. Mit dem kaputten Flügel ist es natürlich alles andere als einfach hier zu fahren. Und ich glaube, dass MCX gerade wieder aus der Session rausgeflogen ist. Uno hat auch einen Flügelschaden. Ja, der hat jetzt auch einen. Kann auch sein, dass er sich mit El Nacho hier gekämpft hat. Und Bernd Racer kommt hier vor Stevie raus mit frischen Softreifen. Das war ja der direkte Kampf der beiden. Mal schauen, ob Stevie jetzt mit den bereits warmen Reifen eine Chance hat gegen Bernd Racer. Aber Bernd Racer hat eine Mördertraktion hier raus. Da kann er jetzt nicht angreifen, der Stevie. Und Stage ist wieder sehr nahe dran an Finn, aber zu weit weg, um einen Angriff zu starten. Lukas Falcon MCX dran, an dem Bot von MCX momentan. Hier sehen wir das X-Symbol. Und da geht er direkt vorbei. Und jetzt haben wir dahinter Bernd Racer und Stevie. Das wird jetzt nochmal interessant wegen dem Bot. Da passiert es dir halt immer gleich, dass du einen Flügel hier runterfährst, wenn du hier zu aggressiv reingehst. Aber das ging jetzt gerade nochmal gut aus für die beiden. Und Stevie immer noch im DS-Fenster zu Bernd Racer.
Aber Stevie ist jetzt draußen aus dem DS-Fenster. Und MCX ist wieder mit von der Partie. Das hilft natürlich den Fahrern vor ihm jetzt gerade überhaupt nicht weiter, dass der wieder da ist. So, momentan ist ein wenig Ruhe eingekehrt. Wir haben C3X, der hier gerade durch dem Hotel durchfährt, auf B1 mit fast 13 Sekunden Vorsprung auf den Zweitplatzierten, auf die Zahnfee. Momentan noch kann die Zahnfee Sabinio dahinter halten. Aber ich glaube, dass Sabinio jetzt schon langsam pushen anfängt. Denn der will sich mit B3 nicht zufrieden geben. Er ist auch schon wieder im DRS-Fenster drin und pusht richtig, richtig hart, um hier an die Zahnfee ranzukommen. Hat auch gerade die schnellste Rundenzeit geknackt. Aber er scheint noch nicht im DRS-Fenster zu sein für die Zahnfee. Nein, da geht der Heckflügel geht noch nicht hoch. Der bleibt noch zu. Aber dahinter haben wir Bernd Racer, der im DRS-Fenster von Lukas Falk drin ist. Und sich jetzt wahrscheinlich mitziehen wird. Und dahinter Stevie hat es nicht mehr, das heißt Bernd Racer fährt ihm jetzt wohl oder übel davon. Kann Bernd Racer jetzt schon angreifen? Sehr spät auf der Bremse Bernd Racer, aber noch ist noch gut gegangen. Und jetzt für die zweite Gerade, DS-Gerade, ist er näher dran. Hat das DS wieder offen, aber Lukas Falk kann das, glaube ich, noch verteidigen. Genau so ist es auch, da kann das noch verteidigen. Und jetzt kommt hier Stevie wieder näher ran an Bernd Racer. Da hätte Bernd Racer jetzt direkt vorbeigehen müssen. Und vorne haben wir jetzt Sabinio im DS-Fenster drin. Auch und Stevie, glaube ich, hat einen Fehler gemacht. Der ist jetzt wieder aus dem DS-Fenster draußen. Der Renault-Fahrer. Mal schauen, ob er da noch anschließen kann an den Kampf vor ihm. Und Sabine ist wieder aus dem DS-Fenster raus. Und hier kommt Bernd Racer sehr weit, aber ist noch im Rahmen. So, Bernd Racer jetzt wieder im DRS-Fenster von Lukas Falk. Aber Lukas Falk hat Windschatten vom Vordermann. Das ist sogar der Stage. Aber Bernd Racer kommt hier jetzt natürlich gnadenlos näher. Muss aber noch Geduld beweisen und hinter Lukas Falk bleiben. Und ich sehe, Stevie hat auch DS offen. Das heißt, er mischt sich jetzt wohl oder übel auch in den Kampf ein. Es sind auch nur noch 3 Runden zu gehen. Das heißt, es wird nochmal einen Showdown hier auf den letzten Runden geben. Während der Druck von Bernd Racer jetzt auf Lukas Falk immer größer wird. Bernd Racer hier mit klar den besten Reifen. Aber hier, oh, Stadler ist hier sehr gefährlich. Lebt hier sehr, sehr gefährlich auf der Seite. So, Bernd Racer füllt jetzt den Rückspiegel von Lukas Falk komplett auf, aber kann nicht vorbeigehen.
Frage ist, kann er jetzt auf der langen Geraden vorbeigehen? DRS ist offen, aber Lukas Falk hat halt auch DRS. Aber hat fast kein ERS mehr. Oh, und jetzt kommt der Angriff von Bernd Racer und der trifft das Heck von Stage. Was ich jetzt gesehen habe. Und da hat sich Stage jetzt gedreht und verliert jetzt dadurch sehr viele Plätze. Also da war Bernd Racer meiner Meinung nach eine Spur zu spät auf der Bremse und hat dann nicht mehr genug verzögern können vor Stage, der jetzt natürlich der Pechvogel in dieser Situation. Und der lachende Gewinner ist Lukas Falk momentan, der sich jetzt wieder ein bisschen Abstand zu Bernd Racer rausfahren konnte oder bekommen hat. Ich glaube, die Reifen von Stevie werden auch nicht besser. Der muss wieder abreißen lassen und ist schon wieder aus dem DRS-Fenster draußen von Bernd Racer. Aber Bernd Racer hingegen kommt wieder näher ran an Lukas Falk. Der aber selbst ist mehr als genug hier im DRS-Fenster von Finn. Das heißt, er wird jetzt nicht direkt bedroht von Bernd Racer. Es sind nur noch zwei Runden zu fahren für die Fahrer und Lukas Falk kommt hier sehr, sehr schnell näher. Und hier geht es um Platz 4. Und auch Finn hier mit einem schlechten Exit hat ein bisschen Leck drin und Lukas Falk geht jetzt für den Angriff gegen den Red Bull, muss die Außenbahn wählen und Finn sehr stark auf den Bremsen immer gewesen. Und auch dieses Mal lässt hier Lukas Falk kaum einen Platz zum Überleben, das darf er aber auch. Und somit hat er die Position verteidigt gegen Lukas Falk. Sehr schöne Helikopteraufnahmen hier. Und Lukas Falk will halt jetzt so schnell wie möglich hier an Finn vorbei, denn er weiß, dahinter wartet ein Bernd Racer mit frischen Softreifen. Und der kommt auch stetig näher. Und vorne haben wir sehr nahe dran gerade Sabino an Zahnfee. Aber wir schalten wieder zurück zum Dreikampf. Bernd Racer ist nämlich auch sehr, sehr nahe dran an Finn und Lukas Falk. Aber scheint jetzt nicht so. Deswegen vorne Kampf um Platz 2. Zahnfee muss sich jetzt verteidigen gegen Sabine, macht es aber nicht, lässt ihn mehr oder weniger passieren. Wollte jetzt für den Cutback gehen, aber das schien mir jetzt nicht die richtige Strategie. Aber die Zahnfee jetzt mit DRS und ERS auf Max muss die Außenbahn wählen gegen Sabine und hier wird sehr, sehr eng zwischen den beiden. Und die Zahnfee holt sich noch eine Strafe ab. Das wird natürlich auch noch interessant. Aber die Zahnfee momentan noch auf P3. Während Bernd Racer hier an Finn, Lukas Falk ist an Finn schon vorbei. Und jetzt will Bernd Racer an Finn vorbei. Aber Finn eben sehr, sehr stark auf den Bremsen. Da hast du eigentlich fast keine Chance. Und das Ganze spitzt sich jetzt in der letzten Runde zu. Das ist mittlerweile schon ein Fünfkampf hier hinten. MCX und Stevie sind nämlich auch wieder im Geschehen. Und Finn wurde gerade von Bernd Racer außen überholt. Und Finn sticht da jetzt nochmal rein gegen Bernd Racer und verliert jetzt auch noch den Platz gegen Stevie. Gibt ihm auch noch einen Bodycheck mit. Uiuiui. Ziemlich eng, was hier so abgeht. Und Stevie jetzt an Finn dran. Und Finn nimmt hier immer sehr, sehr weit, eine sehr, sehr weite erste Kurve. Also das wird sich wahrscheinlich die Racing Stewards dann im Nachhinein auch noch ansehen. Hatte keine einzige Runde von
Finn gesehen, die in der ersten Kurve normal angefangen hat. Ich schalte mal ganz kurz nach vorne. Da haben wir jetzt nämlich in der letzten Runde den Kampf um B2. Zanfi kann die Innenposition für sich behaupten gegen Sabinio und ist momentan auf B2 und so ist es auch. Er konnte sich nach der zweiten Geraden B2 schnappen. Die Frage ist, kann hier jetzt Sabinio nochmal kontern? Muss er vor allem nochmal kontern? Das ist die Frage, weil die Zahnfee Zeitstrafen hat. Cedrix ist schon durchs Ziel gefahren und wir sehen hier jetzt die zwei auf B3 und 2 Zahnfee und Sabinio durchs Ziel kommen. Und da hatte die Zanfi mehr Zeitstrafen als Sabinio, daher B2 für Sabinio und B3 für die Zanfi. Und hier hinten sind wir auch noch eng beieinander zwischen Stevie, zwischen Bernd Racer und Lukas Falk, aber das wird sich wohl wahrscheinlich nichts mehr ändern, außer wegen den Zeitstrafen. Kommt da Bernd Racer noch auf B4? Stevie wird nochmal zurückgereicht durch die Zeitstrafen auf B7 und jetzt kommen hier alle durch die Ziellinie. Im letzten Rennen der Sonntagsliga. Auch Fluxi jetzt gerade in der letzten Runde noch. Fährt das Ding jetzt noch zu Ende. So, und Diga ist dann der letzte Fahrer noch auf der Strecke. Das heißt, wir haben das letzte Rennen hier in Abu Dhabi auch noch hinter uns gebracht. Das heißt, das nächste Rennen der Sonntagsliga findet im neuen Spiel statt. Zur neuen Saison, außer Eventsrennen kommen noch wahrscheinlich. Und der Sieger im heutigen Rennen ist C3X. Vor Sabinio auf B2 und auf B3 ist dann die Zahnfee. Hier sehen wir nochmal die zwei Mercedes-Fahrer ganz oben auf dem Treppchen. Ich finde es geil, wie auf dem Podium Zahnfi gerade richtig gelangweilten Blick drauf hatte, also der Charakter von Zahnfi. So, und da sehen wir jetzt nochmal das Endergebnis. Hoffe ich zumindest, nachdem mein Spiel einmal schon einen Disconnect hatte. Hier sehen wir es nochmal. C3X auf B1, auf B2 Sabinio, auf B3 die Zahnfee, Bernd Racer auf B4, auf B5 Lukas Falk, auf B6 MCX100, auf B7 Stevie, auf B8 Stage, auf B9 Svensson, auf B10 Finn, auf B11 haben wir El Nacho, auf B12 haben wir Uno, auf B13 haben wir Michael Reigns, Flux auf B14, Digger auf B15. Auf B16 haben wir dann den Stadler, auf B17 haben wir Rockin' Rookie und auf B18 haben wir den ersten DNF Sobapo und den zweiten DNF Tepet Reverend. Tepet Reverend. Auf B19. Das kannst du mal direkt auf RRL Reverend ändern. Dann ging es ein bisschen einfacher. So, ich muss mich jetzt gerade ganz kurz zurechtfinden. Ich habe nämlich noch ein paar Wiederholungen, die wir uns hier jetzt im Anschluss nochmal anschauen können, bevor wir das letzte Rennen hier komplett verabschieden. Und zwar habe ich hier noch eine Wiederholung. Und zwar das Überholmanöver von Svensson an Finn. Dass Finn hier auf der Außenseite sehr gut verteidigt hat und dann der Cutback aber von Svensson kommt und mit dem DRS kommt er dann auch erfolgreich an Finn vorbei.
Ich schalte da jetzt einfach zwischen dem Warteraum und der Wiederholung immer hin und her, dass wir die hässliche Lobby nicht immer sehen müssen. Dann habe ich noch eine Wiederholung für uns. Natürlich nicht die, das war nämlich die, die wir uns schon angesehen haben. Ne, war nicht die, die wir uns angesehen haben. Das ist nämlich der Kampf Stage gegen Finn. Da geht auch Stage innen vorbei gegen Finn, aber viel zu weit. Und dann Finn sehr routiniert hier über die Außenbahn wieder an Stage vorbei. Und hier haben wir den Williams, den Bandracer, beziehungsweise nicht Bandracer per se, sondern Svensson, der hier den Wagen verloren hat und dadurch auch viele Positionen abgeben musste und auch hier von Stage dann nochmal gedreht wurde. Das war natürlich auch sehr, sehr bitter für den Alfa Romeo Fahrer. Wie gesagt, normalerweise zeige ich solche Wiederholungen, wenn ein Safety Car etc. kommt, aber da ich die Live-Action nicht unterbrechen will, zeige ich sie gerne dann nach dem Rennen. Und hier El Nacho, wie er an Finn vorbeigeht, aber Finn auf der Bremse einfach mega mega stark und hat sich da immer wieder die Plätze wieder zurückgeholt. Also Shoutout geht dann nochmal hier im letzten Rennen an Finn, der richtig richtig gut gefahren ist heute. Und dann hier noch eine Wiederholung, Lukas Falk, glaube ich, oder auch nicht, Bandracer gegen Lukas Falk war das, der hier zu spät auf der Bremse war und dann Stage mitgenommen hat, und der hat sich wahrscheinlich gedreht und dann die Plätze verloren. Also das müsste man sich nochmal anschauen. Ich zeige es nochmal ganz kurz. Der Williams, der hier zu spät auf der Bremse war gegen Lukas Falk. Und da konnte Stage dann vorne natürlich auch nichts mehr machen. Ich meine, er konnte auch nichts mehr machen, aber wenn du weißt, dass vor dir noch einer ist, dann musst du ein bisschen mehr aufpassen als nur einer neben dir. Aber das werden sich die Stewards dann nochmal genauer ansehen. Ich darf mich in diesem Sinne bei euch nochmal bedanken. Auch wenn ich schon Lobeshymnen im Chat über mich gelesen habe, würde ich das alles nicht machen, wenn die Zuschauer nicht wären. Danke fürs Zuschauen, dass ihr bei jedem Rennen unserer Liga, in jeder Serie immer so fleißig am Zusehen seid, und eure Unterstützung bleibt sicher nicht unbeachtet. Also wir schauen auch in unserer Streaming-Gruppe immer wieder die Zuschauerzahlen an und freuen uns darüber, wenn so viele Leute wie möglich zuschauen. Wir hatten zum Beispiel bei unserem Event-Stream von Wings for Life hatten wir über 100 Zuschauer. Wir hatten auch im letzten B-Serienrennen, wo uns die Steffi, im A-Serienrennen, wo uns die Steffi hier durch das Rennen begleitet hat, hatten wir auch um die 70 Zuschauer. Und das freut uns natürlich sehr, wenn so viele Leute sich dafür interessieren, für unsere Rennen. Und genau aus diesem Grund machen wir das auch für die Zuschauer und für die Fahrer selbst, dass sie sich dann im Nachhinein noch ein Bild davon machen können. Und ich hoffe, dass ich euch da auch gut genug unterhalten kann. Aber ich lasse es jetzt, sonst können wir den ganzen Abend noch so weiterreden. Danke für die super Saison. Schade, dass die Saison jetzt schon zu Ende ist. Aber wo ein Ende ist, ist auch ein Anfang. Und das heißt, die Sonntagsliga fängt dann wahrscheinlich mit Juli, August, sowas in die Richtung, fängt dann die Sonntagsliga wieder an. In der Zwischenzeit werden wir das Programm natürlich mit Events füllen, und da kann natürlich jeder mit teilnehmen. Also da hat auch die Geschwindigkeit per se nicht immer was zu tun, wie man an unserem Wings for Life Event sieht. Würde uns freuen, wenn wir da wieder neue Gesichter zu wenn wir wieder neue Leute zu Gesicht bekommen, so wollte ich sagen. Und ansonsten bleibt mir noch übrig, euch ein schönes Wochenende zu wünschen, denn am Dienstag geht es mit GT Sport wieder weiter und am Donnerstag die A-Serie, das vorletzte Rennen, und am Sonntag haben wir ein Osterevent. Ja, Ostern im Mai, wegen Corona, ihr kennt euch aus. Auf jeden Fall schönen Sonntagabend noch. Ciao, ciao.